Pew-pew! Ich sehe ein für uns beide nützliches Geschäft voraus. Klasse. Prostituierte. Wird das so geschrieben? Ich weiß es nicht. Alter. Du bist knackig jung. Heimat, Goldhain natürlich. Komm, Goldhain. Geburtsort, Draenor. Körperform. Scheiße. Kurvig, schlank. Ach, Sanduhr! Mit fetten Titten und riesem Arsch! So, fügen wir mein persönliches Merkmal hinzu. Lüstern. Schön alle Punkte verteilen. Alle Punkte verteilen, hab ich gesagt! Und weil das noch nicht genug ist, machen wir noch einen eigenen Wert. Dominant. Wie heißt das? Egal, erstmal alle Punkte auf Dominant setzen, ist ja logisch. Scheiße. Wie heißt es? Ach, egal. So, aktuelles in Charakter. Wollen wir doch mal schauen. Ja, also ihre prallen Brüste. Was machen ihre prallen Brüste? Lassen das Oberteil. Oberteil sehr eng. Was? Eine neue Version von Total Roleplay Digga, willst du gleich verarschen, Mann? Ich will kein Update machen! Weg damit. Ihre prallen Brüste lassen das Oberteil sehr eng. Was natürlich. Ach, Anliegen, genau. Ihre. Lieber verzinsieren ihre Nippel. Spritzen. Durch den dünnen Stoff hervor. Ergibt das überhaupt Sinn? Ich weiß es nicht. Punkt. Den Punkt nicht vergessen. Scheiße, andere Information. Klassiker für jeden Spaß zu haben. Zwicker-Smiley. So. Auf den ersten Blick sieht man natürlich die Kleidung. Die Draenei Dame ist leicht gekleidet. Unterwegs ihre Po-Backen Luken hinter dem Stofffetzen hervor. Punkt. Mach Punkte. Mach ich, oder? Nee. Moment. Ah ja, der ihr Höschen darstellen soll. Hervor. Übernehmen. Jetzt kommt der schwierige Part. Jetzt müssen wir hier ein kleines Profil anlegen. Wir wählen dafür erstmal. Ich muss erstmal einen Hintergrund suchen. So, das Süffchen liebt es, andere zu unterwerfen und mit ihnen zu spielen, als wären sie wertlose Gegenstände. Hervorragend. Ich sollte das natürlich noch leserlich machen. So, und jetzt fügen wir noch ein schönes Bild hinzu. Wie sie denn aussieht. Charbild. Nein, so sieht sie aus. Schreiben wir dahin. Perfekt. Und jetzt müssten wir mal eben in den Browser. So. Und wonach googelt man natürlich, wenn man so etwas sehen möchte? Nicht klar. Draenei Nude. Oh. Rule 34. Perfekt. So, dann wollen wir doch mal schauen. Äh.
Also, ich, für ich, what the fuck, vier Beine, ein Penis vorne, ein Penis unten, trotzdem, ich fühle mich leicht unwohl, wenn ich mir diese Seite anschaue, demnach, lass uns das bitte schnell beenden, danke. So, dann fügen wir das Ganze einfach mal hier ein, perfekt, ja, und dann hätten wir das erledigt, dann können wir das jetzt, denke ich, hier schließen und uns auf den Weg nach Pornhain machen. So, dann räumen wir mal einfach hier unsere Sachen ein und machen uns dann mal auf den Weg in das Gebäude. Eigentlich, ja, nicht so voll wie sonst, aber ich denke, hier wird sich schon was finden. Stellen uns einfach mal hier hin, schauen uns etwas um und warten darauf, angeschrieben zu werden. Netter Hüftschwung. Zwinker. Oh yeah. Dann antworten wir doch einfach mal. Oh, ich danke dir. Lächelt ihr zu. Wir haben das Ganze ins Rollen gebracht, Leute. Jetzt geht es los. So, da ich Angst habe, dass das Gespräch abklingt, weil sie mich nicht mehr anvisiert hat, schreibe ich jetzt einfach selbst mal zu ihr. Wir haben natürlich schon die Profile durchgeschaut und demnach weiß ich, was zu schreiben ist. Eure Rüstung ist ziemlich schlicht. Ich benötige keine Rüstung. Ich bin Halbdämon. Ich habe geantwortet mit: Habt ihr keine Angst, verletzt zu werden? Und jetzt bin ich mal gespannt auf ihre Antwort. Shizune hat Philandra in einem Duell besiegt. Alter, wen juckt das? Nein, er nicht. Lächelt. Nun. Wenn dem so ist, jedenfalls, nee, das ist, nee, war doch gut, war doch in Ordnung. Jedenfalls ist es gut, dass ihr so leicht bekleidet seid. So kann ich, nee, warte, so habe ich mehr zum Anschauen und Genießen. Zwinkert. Ich glaube, so langsam habe ich es drauf. Tut euch nur keinen Zwang an. Streichelt sich über den flachen Bauch. Vielleicht wandert ihr mit den Händen auch noch etwas über eure Brust. Das würde mir auch sehr gefallen. Was ist denn jetzt das Emote? Shit. Lächelnd streichelt sie ihre großen Brüste, fährt mit der Hand unter das Oberteil und reibt sich die Nippel. Macht dich das heiß? Zwinker. Ich würde diese wundervollen Nippel gerne selbst mal mit meinen Fingern führen, ja, natürlich fühlen, wenn es euch nichts ausmacht. Schaut. Ach, nein, scheiße. Sie schaut die Halbdämonin mit dominantem Blick an. Diese Nippel sind nicht für dich. Bin selbst dumm, sorry.